Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe nach längerer Zeit endlich mal wieder einen 5-Sterne-Thriller gelesen. Und ja, den möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Und zwar The Wrong Girl, die perfekte Täuschung von Megan Golden, ist im Piper Verlag erschienen, in der Printausgabe für 10 Euro, meine ich. Und mir wurde das Ganze von Ned Gelly zur Verfügung gestellt. Das Buch hat 384 Seiten. Und ja, ich muss sagen, nachdem ich ja in letzter Zeit so oft 3-Sterne-Bücher gelesen habe, war ich von diesem von Anfang an ja, gut drin. Es war von Anfang an fesselnd. Ich habe es auch in 2 Tagen durchgelesen. Und ja, mir hat es einfach wahnsinnig gut gefallen. Auch das Ende, das hat bei mir in letzter Zeit immer, da hat es immer dran gehapert. Und dieses Buch war für mich persönlich jetzt von vorne bis hinten einfach toll. Und ja, ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es geht. Es geht hier um Julie. Julie ist mit Matt verheiratet. Matts erste Frau, ich glaube Laura, ist. Ja, wie lange ist das her? Entweder 2 oder 5 Jahre ist sie auf jeden Fall ermordet worden. Und der Täter sitzt auch im Gefängnis, beziehungsweise ist mittlerweile, glaube ich, sogar gestorben. Und es wird dann aber eine Leiche, eine Frauenleiche gefunden, die auch schon etwas länger dort liegt. Und da stellt sich halt heraus, aufgrund der auffälligen Schmuckstücke, die sie getragen hat, dass dies die Frau von Matt ist. Also, dass der Täter damals einfach die Tat auf sich genommen hat und eine verbrannte Leiche als die der Laura ausgegeben hat, weil er gewisse Begünstigungen im Gefängnis haben wollte. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Mördersuche von vorne beginnt. Laura ist nach wie vor tot. Matt ist auch jetzt natürlich wieder am Boden zerstört, weil jetzt natürlich wieder alles hochkommt. Er hat nämlich auch mit Laura eine Tochter gehabt, Alice, die jetzt bei Julie und Matt aufwächst. Und ja, und Julie hat schon immer das Gefühl gehabt, dass sie sozusagen nur die zweite Wahl ist, dass seine Liebe einzig und allein immer noch Laura gilt. Und ja, es passieren dann aber einige merkwürdige Dinge in Julies Leben, die sie ein wenig, ja, nicht zweifeln lassen, aber es kommt ihr schon alles ein wenig komisch vor. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Es gibt auf jeden Fall sehr überraschende Wendungen. Auch ein Motiv für die Tat, wo man so schnell nicht drauf gekommen wäre. Und es hat mir einfach von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Ich habe jetzt auch schon geschaut, von der Autorin wird es, ich glaube, Anfang nächstes Jahr auch noch ein neues Buch geben. Das habe ich mir auf jeden Fall schon vorgemerkt. Mir hat der Schreibstil gut gefallen, die Charaktere. Auch so dieses Raffinierte in dem Thriller, das fand ich halt so bemerkenswert irgendwie. Und es wechselt auch immer zwischen Matt und Julie und zwischendurch dann geht es zu der Ermittlerin Mel, die gerade eigentlich mit ihrem Sohn zu kämpfen hat, der im Teenageralter ist und verdonnert ihn dazu, ihr ein wenig zur Seite zu stehen. Also sie einfach ein bisschen zu unterstützen, damit er von seinen schlechten Absichten sozusagen abgelenkt ist. Und ja, mir hat es, wie gesagt, rundum gefallen. Ich kann euch das Buch wirklich ans Herz legen. Schaut es euch einfach mal an. Ich verlinke es euch in der Infobox. Mir wurde das E-Book ja zur Verfügung gestellt. Möchte aber dazu erwähnen, dass das meine Meinung in keinster Weise beeinflusst. Ich habe in letzter Zeit so viel 3-Sterne-Rezensionen hochgeladen, dann erübrigt sich das eigentlich auch, da zu denken, dass das nicht meine Meinung ist. Und die Geschmäcker sind verschieden, aber mir hat dieses wirklich richtig gut gefallen. Und es hatte auch am Schluss dann so einen kleinen Wow-Effekt. Und ja,
Das war es eigentlich zu meiner Rezension. Hier ist das Cover jetzt nochmal in groß. Und ja, würde mich sehr interessieren, ob ihr das Buch schon gelesen habt oder ob ihr schon darauf aufmerksam geworden seid. Es ist vor einigen Monaten, glaube ich, erschienen. Ich hatte es jetzt etwas länger auf meinem Lesestapel. Jetzt verstehe ich natürlich gar nicht mehr, warum. Aber so ist das manchmal. Wie gesagt, ich verlinke es euch mit der Verlagsseite in der Infobox. Ihr könnt da ja einfach mal reinschauen, wenn euch das Buch interessiert. Ja, das war's zu dieser Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich wieder sehr über Daumen hoch freuen und über eure Kommentare. Und wenn ihr mich neu entdeckt habt, würde ich mich natürlich sehr über einen neuen Abonnenten freuen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.